Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich mein Community Outfit Battle machen, weil sich das extrem viele gewünscht haben auf Instagram. Ich habe einen Hashtag erstellt, der heißt FabiFit. Darunter könnt ihr auch generell jetzt einfach Bilder posten. Ich habe mir jetzt 4 Bilder unter diesem Hashtag rausgesucht. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass ihr alle so viele Bilder da reingepostet habt. Hat mich echt überrascht. Sorry, dass ich nur 4 jetzt rausgesucht habe, weil ich wollte jetzt erstmal schauen, wie das Format bei euch ankommt. Ich starte mir mal direkt ins Video rein. Als allererstes hätten wir hier Max Schmidtke. Sorry, dass ich hier die ganze Zeit runterschaue, weil ich habe das MacBook hier offen. Also hier hätten wir als allererstes Max Schmidtke, ist auch ein Kollege von mir, mit Dior B23. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Schuh. Das Standard-Colorway. Ich wollte mir das eigentlich auch holen, aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Dazu trägt er eine Militär-Cargo-Pants. Ist auf jeden Fall kein schlichtes Outfit, ist gebarkt. Darauf zieht er ein Supreme-T-Shirt an, wo das Supreme-T-Shirt so übergeht. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Outfit, würde ich auch so tragen. Kann man nicht viel zu sagen. Ist auf jeden Fall sehr entspannt, so wenn man in die Stadt geht oder so. Als allernächstes hätten wir hier den Laurenz Hof, auch ein Kollege von Insta von mir. Der hat auf jeden Fall Jordan 1, aber ich weiß jetzt nicht genau, welche das sind. Darauf trägt er eine 6PM Track Pants. Ist auf jeden Fall auch sehr nice aus dieser neuen Kollektion. Die V3er gefallen mir auf jeden Fall sehr gut, weil die vor allem auch Reißverschluss haben, dass das Portemonnaie nicht raushält oder so. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Darauf trägt er das Misbehave T-Shirt mit dem Smiley drauf, was auf jeden Fall auch momentan sehr begehrt ist. Ich wollte mir das eigentlich auch holen, das T-Shirt, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, dann war es irgendwie ausverkauft. Und ich habe mir dafür jetzt ein Prada T-Shirt bestellt, das werdet ihr auch in kommenden Videos sehen als LPU. Ist auf jeden Fall sehr cool. Checkt auf jeden Fall auch mein Insta ab, da heißt Fabi.QS, da poste ich immer die neuesten Sachen. Das Outfit ist auf jeden Fall sehr nice, ist gewagt auf jeden Fall, weil es halt nicht so krass clean ist jetzt mit den Schuhen. Hier, die sind so ein beige Colorway. Kommt auf jeden Fall sehr nice zu dem T-Shirt und zu der Hose. Darauf hat er noch eine LV 1.1 Million Brille in diesem Marmor Colorway. Die finde ich auf jeden Fall auch sehr nice. Die hatte ich auch am Wochenende beim Kollegen an, aber die steht mir nicht, deswegen habe ich mir die nicht gekauft. Ist ein sehr cooles Outfit, passt perfekt, vor allem die 1.1 Million Brille zu dem Misbehave T-Shirt. Sehr nices Outfit bis jetzt. Das nächste Outfit wäre von Philipp FRST, auch ein guter Kollege von mir. Der hat auf jeden Fall ein sehr cleanes Outfit an. Fangen wir mit seinen Schuhen an. Mit Alexander McQueen, die Standards. Das Bild ist auch schon ein bisschen älter, von August 2019, also passt perfekt, wo alle die getragen haben, also wo viele die gekauft haben. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Basic-Schuh, konnte man ehrlich immer gut tragen. Als Short hat er eine Peso-Short an, also eine Cargo-Short aus Season 7, wenn es mich nicht täuscht. Ich wollte mir die eigentlich auch kaufen, aber leider habe ich ihn nicht mehr bekommen und dann sah ich es nicht ein, 150 Euro dafür Reset zu bezahlen. Darauf hat er ein Palm Angels T-Shirt an, was auf jeden Fall sehr cool ist, am Kragen hat er da Palm Angels draufstehen. Ist auf jeden Fall sehr basic, das Outfit. Das T-Shirt passt perfekt zu den Alexander McQueens und ist auch ganz cool bei der Peso Cargo Short mit diesen Bündeln. Das passt perfekt auch nochmal zu dem T-Shirt und zu den McQueens. Das Bild ist auf jeden Fall auch sehr nice mit Louis Vuitton im Hintergrund. Ist auf jeden Fall ein sehr cleanes Bild. Als letztes hätten wir hier ein Outfit von XBX Erna, also Werner. Auf dem Bild trägt sie Travis Dunks, die unlaced sind. Ist auf jeden Fall auch sehr cool. Darauf trägt sie eine Jeans. Die Marke weiß ich jetzt leider nicht, hat sie leider nicht drauf markiert. Darauf trägt sie ein Only Wear After 6pm Hoodie, den ich halt auch selbst habe. Auf jeden Fall auch sehr nice, der Hoodie. Das Outfit matcht perfekt. Der Travis Dunk passt perfekt zu der Hose, so dieses blaue. Ist auf jeden Fall sehr cool und diesen Bandana-Look bringt ihn auf jeden Fall wieder zu der Hose. Der Hoodie passt auf jeden Fall auch sehr nice zu den Schnürsenkeln von dem Travis Dunk. Das Outfit ist auf jeden Fall auch sehr clean, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ist ein sehr cooles Outfit, passt perfekt zum Boden und zu der Wand. Das war's mit dem ersten Outfit-Battle. Also Leute, stimmt ab, welches Outfit euch am besten gefallen hat. In der Videobeschreibung habe ich einen Store-Poll-Link. Der Gewinner bekommt 20 Euro Amazon-Gutschein. Ich hoffe, die Outfits haben euch alle gefallen. Ihr könnt ja dann gerne abstimmen. Lasst ein Like und einen Kommentar da, würde mich sehr freuen. Falls ihr noch andere Video-Ideen oder so habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin immer sehr offen dafür. Und ja Leute, das war's mit dem Video. Tschüss.